Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C-Sharp programmieren wir und wir sind bei Windows-Anwendungen. Das letzte Mal haben wir die Combo-Box gemacht. Ich dachte, okay, das ist eigentlich nicht schlecht, kann man auswählen, aber es gibt auch andere Steuerelemente, wo man genau ein Element auswählen kann, unter anderem die sogenannte List-Box. Wo jetzt der Unterschied zwischen List und Combo-Box ist, werden wir sehen. Also, das erste, was ich mache in unserem Programm, ich habe das da wieder offen vom letzten Mal, ich nehme die Combo-Box, rechte Maustaste, löschen. Weg. Ja. Und da sehen wir, alles, was mit der zu tun gehabt hat, da ist schon, oder? Da ist noch, jetzt kennt er sich nicht aus, da ist schon noch das Combo-Box und so weiter, ist noch da. Auch hier müsste das jetzt eigentlich weg sein. Ja. Tag, da ist der Initialize, da Combo Box ist weg. Weg ist. Furt ist, braucht man nicht. Okay? Ja, was fügen wir stattdessen ein? Wir fügen stattdessen ein die Listbox. Rüber damit. Ja. Machen wir wieder genauso breit wie der Knopf, das wäre vielleicht schön. Da hilft uns das ja und wir richten das aus. Listbox 1. Da gebe ich da unten rechts wieder. Den gebe ich wieder einen Namen, Listbox 1, Listbox Auswahl, nenne ich die, Listbox Auswahl. Und die Items, die gebe ich auch wieder, Standard, Uppercase, Lowercase. Okay, Standard, Uppercase, Lowercase. Jetzt könnte ich es noch ein bisschen kleiner machen. Ja, jetzt sehe ich gleich alle Optionen. Ja. So. Ich denke, das war's. Ja. Jetzt schauen wir noch. Hier, weil ich da jetzt die Combo-Box auswahl. Diesmal ist es ein List-Box. List-Box-Auswahl. Punkt. Selected. Selected Index gibt es auch. Na, schau das an. Gibt es auch. Ist auch kein Wunder, dass das gibt. Das ist ja sehr nahe verwandt. Ah, das ist List, muss ich da schreiben. War das nur Listbox-Auswahl? Listbox-Auswahl. Gibt das schon, oder was? Schauen wir uns das an. Diesmal schreibe ich Test. Ja, ich will nicht immer hinschreiben. Übernehmen. Aha, Standard. Übernehmen. Uppercase. Übernehmen, okay. Geht schon. Es geht schon. Ja? Also Listbox und Combobox sind sehr nahe verwandt. Ja? Und wir können wieder genau eines auswählen. Ja? Der Vorteil einer Listbox ist halt, hier sehe ich alle Optionen. Wenn die kleiner ist, dann habe ich rechts halt so ein Scroll-Dings. Ja? Oh. Nachteil, es braucht mehr Platz. Braucht mehr Platz. So, und jetzt möchte ich aber wieder, genauso wie das letzte Mal, dass wir hier praktisch schon eine Auswahl getroffen haben. Und das habe ich ja da gemacht und diesen muss es da auch eine Listbox, schau, ja, da ist schon. Ja, this.listbox-auswahl.selected-index ist gleich 0. Wählen wir gleich aus, ja, machen wir wieder Form 1.designer, play. Ja, und ist schon ausgewählt. Hallo. Was wollen wir mehr? Ja, das ist also eine Listbox. Sehr ähnlich einer Combo-Box. Und ja, auch die Auswahl eines Elements aus einer Liste. Da kann man auch anhand, also wenn man sich das anschaut, Listbox. Listbox-Auswahl, Punkt. Und da gibt es Text zum Beispiel. Ja. Schauen wir uns an, was da drin steht. Dieses Mal pfeife ich auf das hier. Ist gleich Text. Gehen wir einfach in Text. Ja. Schauen wir uns das an. Übernehmen, Standard, übernehmen, Uppercase, Lowercase. Da steht also genau das drin, was ich ausgewählt habe. Der Text des ausgewählten Elementes. Kann man hier drauf zugreifen. Ja?
Was haben wir noch? Punkt. Was ist Items? Punkt. ToString. Jetzt bin ich neugierig. System Windows 64. Okay. Also man kann da auf alles Mögliche zugreifen. Ja. Man kann sich das ausgeben in irgendeiner Label oder sonst irgendwas. Gibt es auch Selected Value. Was ist das? Punkt to String. Das ist wieder das, wo wir aufstützen. Gibt es zu jedem Element gibt es Hilfe im Netz, kann man sich anschauen. Okay? Das möchte ich nur mitgeben. Ja? Ich mache da keine vollkommene Überblick über dieses Element. Ja? Ich stelle die nur vor und dann, welche Elemente, welche Methoden und so weiter unterstützt werden, das kann man sich ja selbst erarbeiten. Ja? Gut, das ist also die Listbox. Das nächste Mal schauen wir uns die Radio Buttons an. Radio Button. Das ist auch ein Element, wo wir nur eines auswählen können, ja, bei diesen Radio Buttons. Wie die funktionieren, nächste Mal. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.